Wenige Tage vor Beginn der Synodalversammlung ist Bischof Dr. Georg Betzing, also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und damit auch der Vorsitzende des Synodalen Weges, aus der Deckung gegangen und hat ganz massiv für die Reform des Synodalen Weges plädiert und die Kritiker beschimpft. Möglicherweise fürchtet er, dass viele Bischöfe doch gemerkt haben, das Ganze ist eine Katastrophe. Und er will nochmal dann die ganzen Bischöfe sozusagen auf Linie bringen, damit sie für diese ganzen Texte stimmen. Er sagte, immer hat die katholische Kirche die Kultur irgendwie berücksichtigt, in der sie lebte. Aber diese Texte, da geht es nicht um Kulturation, da geht es nicht um Anpassung an die Kultur. Das sind Angriffe auf den Glauben und auf das Lehramt. Und das haben möglicherweise inzwischen etliche Bischöfe kapiert und könnten die Abstimmung blockieren. Deshalb die Nervosität von Bischof Betzing.